Guten Tag, liebe Männer. Ich bin Natalia Pastuchowa, Partnervermittlung Ukraine Natalia. Wir sind jetzt endlich bei Женя auf der Dacia. Женя, спасибо большое, что мы смогли получили такую классную возможность hier приехать в гости. Vielen Dank, Женя, dass wir diese Möglichkeit haben, überhaupt Женя zu besuchen hier auf der Dacia in Kiew. Эта дача находится у тебя в Киеве, да, прям. Да. И вам спасибо, что вы ее посетили. Vielen Dank, sagte Женя, dass ihr mich besucht. Und deswegen machen wir so eine kleine Führung hier, was sie alles hat. Женя hat für uns vorbereitet, Schaschlik hier zu machen. Yes. Und die haben da eigentlich hier, zeig mal Mangal. Uns, покажи нам, что ты там это придумала. Wir zeigen hier Ihnen, was wir da hier vorbereitet haben. Und wir haben gedacht, es wird warm und schön. Schauen Sie mal, was wir da hier haben. Aber es hat geregnet und es hat alles nass gemacht. Und deswegen gehen wir jetzt in die Küche und machen wir zuerst, welche Variante haben wir, die Gavrila? Bum, в духовке жарить, да? Und мясо мариновала, баранина. 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 Das ist ja Wahnsinn, ja. Женя hat Lammfleisch mariniert und das sollte wirklich sehr lecker sein. Und deswegen, bevor sie das in Backofen steckt, das sollte zweite Alternative sein. Eigentlich die erste musste da sein, nur das ist alles jetzt nass. Aber ich wollte eigentlich zeigen, wie ukrainische Frau selbst so kocht und grillt und so. Дождь не помеха. Нет мангал, значит, есть духовка. Ja, sagte Женя auch, ну, gut, es regnet, aber das soll uns nicht stören, dass wir Fleisch nicht essen. Und deswegen müssen wir auf Backofen ausweichen. Aber die Frau macht alles alleine, ja? И ты бы сама вот это все грилила, это все ты умеешь, да? Да. Умеешь, хорошо получается. Один раз пробовала уже, думаю, что второй раз получилось бы лучше. Дяди, sagte, ты только раз всего делала это? А кто вам делает, да, мангал обычно? Ну, делали, а потом был перерыв и вот. Нет, дяди, sagte, wir haben lange nicht mehr gemacht. Ich hatte jetzt einmal gemacht und jetzt wollte sie heute zweites Mal gemacht und machen mit mir zusammen. Aber jetzt machen wir im Backofen. Aber ich wollte zeigen, wie du dieses Fleisch gemacht hast. Покажи мясо, как ты сделала. Давай, пройдем. Aber wir gucken sie. Schauen Sie, wie groß ist dieses Grundstück, aber wir kommen gleich noch. Мы выйдем сюда еще, поставим, да, мясо, да, в духовку, поставим, а потом, да, зайдем еще сюда, да. Wir zeigen jetzt, stelle, machen wir Fleisch in Backofen, dann kommen wir wieder. Ganz so glauben, das mit Kiew, ne? Это ж почти, да, это центр города, центр, да? Города, das, да, ist Stadtmitte in Kiew. Stadtmitte, war Wahnsinn, ne? Ja. Das sowas, ich habe dann geguckt, ich habe gesagt, ich habe nicht erwartet, dass sie hier so wohnen kann. Ich sage, Женя, du findest nie einen Mann, der Besseres hat in so Stadtmitte Kiew. Aber die sagt, ich suche nicht Ort und Kiew, sondern ich suche einen Mann. Поэтому я говорю тебе уже сказала, ты лучше не найдешь. Но ты сказала мне, ты лучше не ищешь, ты ищешь мужчину, просто, да, хорошего мужчину. Вот, смотрите. Das ist so im Haus, ist da drin. Nur ich wollte jetzt kurz nur Fleisch zeigen. Покажи нам мясо, какое классное ты сделала. Machen, drehen wir um. So, das hat Женя ganz alleine natürlich dieses Fleisch. Wir kaufen in der Ukraine richtig gute Frauenküchen. Die kaufen in der Ukraine nicht fertige Grillfleisch, sondern die machen alleine. Ich zeige jetzt dieses Fleisch, wie das aussieht. Was hast du denn hier gemacht? Erzähl. Расскажи, что там в нем? Как ты его мариновала? Баранину отделила от жилок и жира. Also, das ist erstmal Lammfleisch. Die hat alles Fett und solche feste Teile rausgenommen. И потом мелко порезала лук, растерла его солью и чеснок. Zwiebeln klein geschnitten, dann mit Salz zusammen vermischt und Knoblauch. Да, и добавила в конце еще немножко минеральной воды. Und dann Перец, hat sie noch Pfeffer und Mineralwasser reingetan. Aha. Und so hat sie das raus geworden. Aber das ist sehr, sehr richtig unglaublich. Der Запах такой вообще обалденный, да, раздает. Ah, da macht sie dann Folgendes. Die macht jetzt, packt das in einen anderen Topf. Da gucken wir diese wunderbare Женя, was sie für uns kocht. Das ist jetzt natürlich nicht nur für mich, sondern auch für euch, ne, dass wir alles mitnehmen, gucken, mitgucken. Ja, du видишь, как ты для нас сегодня это готовишь, какое, да? Aber das, да, riecht, das duftet so sehr, das ganze die Haus Duftka kann уже man. Разогревается. Also Backofen wird schon vorgeheizt.
Конечно, все это надо было сделать на шампуры, одеть и на огонь, на угли. Но, к сожалению, не получилось или к счастью. Natürlich haben wir so geplant, das musste alles auf Spieß dran. Und dann großer Spieß und dann sollte das natürlich auf dem Grill sein. Und dann würden dann die richtige Schaschlik entstehen daraus. Aber jetzt machen wir so, backen wir im Backofen in solchem Art. Ne? Und dann stavim duchovku, da? Machen wir in den Backofen rein. Und dann werden Sie sehen, was daraus wird. So, и сколько там должно быть оно там жарить? 50. Also 50 Minuten ungefähr. So, а сейчас покажешь нам сад. Да. So, jetzt gehen wir in den Garten und Женя zeigt uns, ja, anziehen, zeigt uns ihren Garten. Also erstmal, das ist ja natürlich Wahnsinn. Das Auto gehört Nachbarn, das ist nicht ihr Auto. Die durften hier abstellen. Und das ist einfach ein unglaubliches, großes Grundstück. Уже только говорю, участок такой огромный, да, здесь. Черешин нет, да? Черешни были. Also, das sind süße Kirschen. Leider gibt es hier nichts mehr, ist weg. Кормушка. Hier sind für Vogel so ein paar Sachen. Ja, давайте я тоже покажу, да? Jetzt zeigt uns Женя dann alles ihr Reichtum. Да? Also, dieses Grundstück hat Женя, я расскажу, что этот, ну, получил, скажем, да, ну, да, папа, ну, папа мужа да. покойного. Да? Мужа не надо сюда. Ну, как есть. Dieses Grundstück war im 1964, да? Im 1964 hat man Menschen aus Kiew, кто он был, дедушка? Дедушка был архитектор. Ага, архитектор, ты говорила, заслуженным киевлянам, да? Also Kiew hat den Mitarbeitern, die viel gearbeitet haben und so geehrte, so als Ehrung, haben sie Grundstücke geschenkt. Und das war so ein riesengroßes Grundstück, ziemlich, im 1946. Und der Opa, der war Architekt, das ist der Vater vom verstorbenen Mann von Evgenia. Und das haben sie Grundstück bekommen. Dann haben sie so ein Häuschen aus Holz hier gebaut. Deswegen musste man nicht kaufen, aber das war geschenkt. Люди, наверное, все вот эти участки раздавались тогда в это да, время, все, да? Все раздавались. Und eigentlich, давайте я тебе покажу. Das Женя erzählt mir hinter mir, da muss man auch sie zeigen. Und diese Grundstücke haben alle Menschen, die hier so wohnen, hier überall, die haben alle bekommen. Und das ist auch Zentrum von Kiew. Man musste das nicht kaufen. Но, наверное, сейчас можно купить, да? Здесь продают люди. Man kann hier natürlich das auch kaufen, aber das ist auch sehr teuer hier. Und jetzt, Женя wohnt hier mit der Tochter und machen sie hier so Sommer, verbringen sie hier. Отопления нет в доме, нет, да? Нет, отопления без дома. И вот окна, эта комната была, ну вот дальше сваи, вот до этих пор. Mm-hmm. Das Haus hat keine Heizung, deswegen die beiden Mädchen wohnen hier nur im Sommer. Aha. Die Fenster sind sehr hoch und ja, das ist natürlich wunderschön hier. Ah, das Wasser kommt sehr früher, ist sehr hoch gekommen und deswegen hat man Fenster so hoch gebaut, weil da so hoch stand, konnte Wasser stehen früher. So sieht es eigentlich in der Dacia aus. Aber покажи, что ты там разводишь. Я sage, zeig mal, was hast du denn hier alles gepflanzt und was wächst hier bei alles bei Женя? Das, also das sind so solche Äpfel gibt es bei uns hier, sehr schön. Und da sind Pflaumen. Das sind die, которые мы попробовали, нет, покупали, да? Das sind so hier Pflaumenbaum und Tomaten und Gurken. Покажем, да? Покажем. Zeig mal uns da Tomaten und Gurken. Guck mal, die Женя pflanzt hier Tomaten und Gurken. Und selbst hier Женя, Evgenia ist Ärztin. Naja, das sieht man.
Tomaten, schöne Tomaten. Anu, держи его. Сейчас покажем с этой стороны. Die kommen noch, werden rot. Die sind noch grün, пока еще зеленые. Wie man sieht, na, die werden noch rot. Sehr schön. Aha, классно. А это огурцы такие. О, so können Sie sehen, wie Gurken wachsen. Wenn einige kennen die Gurken nicht, das sagt schon, ein bisschen krank sind sie. Aber da sieht man schon, schauen Sie mal, so sieht eine Gurke aus. Посмотри, висит большой какой-то. Но он вырастет еще, да? Да, он еще die wachsen noch. Die werden dann bleiben, die werden noch, какой он вырастет, большой? Нет, еще чуть-чуть. Also, das wird so klein sein. Die richtigen Gurken, da gibt es keine Schlangengurken. Нет таких, как у магазинах больших. Нет. Это, наверное, не полезные такие, да, длинные. Ich sage, diese die großen, die Schlangengurken, die wir kennen, die sind sehr wahrscheinlich sind ungesund. Und die sagte, nee, die sind auch nicht lecker. Nicht nur ungesund, sondern auch nicht lecker. Aber schauen Sie, was da liegt hier, Birne. Und das würde ich selber jetzt essen. Und ich hast du съем у тебя ее. Da sagt er, die kannst du essen. Die ist wirklich gut. Gut? Ja. Нет, не гуд. А такая немножко. Не, она точно хорошая. Давай наверное. Попробуем. Wir probieren das. А вот такое ягоды, даже я не знаю, как на немецком они называются. Кизил. Also, das muss ich natürlich schauen, wie das auf Deutsch heißt. Schreibe in Kommentaren. Kizil ist das auf Russisch, aber ich treffe das so selten im Leben, dieses Wort, dass ich nicht mehr weiß, wie man auf Deutsch sagt mal. Na, я посмотрю, как это называется, напишу в комментариях на немецком. Потому что так редко, 20 лет не употребляла это слово. Я sage, in den letzten 20 Jahren habe ich dieses Wort nicht mehr gehört. Да, vergisst. Also, da gibt es zum Beispiel auch sowas. Ne? А это кто у нас? Это из сказки «Остров сокровищ Сильвер». Он сейчас, мы его реставрируем с дочкой. Das ist Silver aus dem Märchen Schatzinsel. Und da bauen die den Restaurieren, machen Restauration. Евгения Мидертохтер, die sagte, wir haben jetzt endlich alle Ritze fertig gemacht, so geheilt alles, die war so überall alles auseinander und die haben jetzt alles zusammengeklebt und werden jetzt mit Farbe machen. Sie sehen hier alles so Schatz. Da, какой красивый. Так, на гуд. Jetzt gehen wir dann Fleisch machen. Так. Это что у нас? А, стульчики. Это туалет сзади, да? Это душ. А, душ. Туалет, кстати, за спиной. Das ist Dusche draußen, ja? А в доме нет туалета и душа, да? Also, das ist die Dusche, da hinten steht. So, in diesen Dachen, ja? Да. Покажешь? Ich sage, zeig mal uns, also wir wollen alle sehen, wie es da drin ist. Das ist wirklich interessant. Жень, спасибо большое, что ты нам так вот показываешь, какие возможности есть вообще у людей. Da sind auch schon die Äpfel sind überall. Ich говорю, везде яблоки лежат. В общем, можно жить здесь, не помрешь с голода. Ich sage, hier kann man leben. Man stirbt nicht vom Hunger, ne? Von Hunger. Guck mal, dieses Haus ist wirklich Wahnsinn. Какой ухоженный домик. Und das ist Duschkabine und Waschmaschine. Guck mal, da sind so richtige Duschkabine. Und da покажем чуть-чуть, да, что все моешься ты, значит, да? Die also wäscht sich dann. Und die Toilette ist dann natürlich ganz vorne. Und die Damen, die wohnen einfach hier im. Слышишь, это кизил можно попробовать? Это не кизил, это алыча. Ah, das ist nicht mehr Kizil, sagt, das ist Alicja, das ist auch was. Вкусный, можно его пробовать? Да, можно, конечно, ist interessant, was das ist. Ich sage, kann, darf ich probieren? Die sagte, ja, ja, die darf man essen. Ja, dann muss ich auch probieren. Muss ich sagen. Das sind diese kleinen Pflaumen, ne? Это маленькие такие, так, сливки, да? Genau, das sind so kleine Pflaumen. Die kann man wirklich essen, schauen Sie, so minimum, so kleine. Aber sehr, sehr lecker, süß. Вот, и покажем еще туалет. А это что за домик? Ну, детский просто, да? Это детский домик, где раньше ребенок играла, она. Да, das ist so ein kleines Spielhaus von der Tochter noch hier. Und
и тринки. О, покажи. Туалет не знаю зачем. Ой, Женя sagte, müssen Toilette, müssen wir vielleicht nicht zeigen. Lieber Rosen zeigen, die wir haben. Aber das ist, können Sie natürlich sehen, wie Kiewer Datschen haben. Ne? Das sind so Rosen. Ну schon. Ja, guck mal, Birnen sind hier. А ты любишь, да, заниматься таким? Розы, да, конечно. Да, мне нравятся розы. Ну, а вот такой груши, слушай, это что же так классно, да. Правда? Und natürlich macht das Spaß, у вас alles zu pflanzen. Ja. Das ist auch kleine Rose. Das ist überall Rose. Вон роза будет, она все у меня цветет. Вот роза. Das alles, ja. Alles beginnt jetzt zu blühen. Das kommt noch alles. Diese Rose wird riesengroß noch. Das wächst alles und ist bei Anfang jetzt zu blühen. А вот это что? Это просто декоративное такое, да? Калина, да? Ой, guck mal. Das ist auch so eine berühmte Pflanze. Kalina, und das sind für Winter, und da trinkt man Tee, und da nennt man auch wie Pflanze die Mutter, die muss wirklich am jedem Haus wachsen. Und рассказываю, да, по чуть-чуть про все. Вот. Она красиво все лето цвела, уже заканчивается. Ага, die war auch diese Pflanze, hatte die ganze, den ganzen Sommer hier Blüten gehabt, und jetzt ist ein bisschen schon, ja, vorbei ihre Zeit. So, so riesig ist das Ganze, so ein Paradies im Zentrum von Kiew, können Sie sich vorstellen. Aber bei Женя, die hat noch, скажу, да, что у тебя еще квартира у тебя в центре города, die wohnen auch im Zentrum der Stadt in Kiew, und вы тут до, наверное, до начала школы, да? Да, до, ну, конца августа. Die bleiben hier bis Ende August, und wenn die Schule beginnt, dann ziehen sie wieder in die Wohnung, obwohl das beides ist eigentlich hier, kann man hier bei beiden Sachen wohnen, und ist wirklich ein Paradies, wirklich so für Sommer. Ja, damit die Tochter wenig Mobiltelefon spielt, bringt Женя sie hierher, dann hat sie eine frische Luft und kann natürlich anders das Leben, sagen wir so, leben. Habe ich Женя gefragt, ich sage, du kannst hier nicht in Deutschland was Besseres finden als hier, dann sagte sie, ja, ich bin offen, mir ist egal, wo ich wohne, wir können auch hier wohnen mit meinem neuen Mann, oder mir ist egal, in welchem Land, ich suche nicht das Haus oder das Wohnen oder die Wohnung oder das Land, sondern ich suche tatsächlich einen Mann, mit dem ich glücklich bin, mit dem ich zusammenleben kann, und sonst alles andere habe ich ja schon, das suche ich nicht, aber das macht noch nicht so ganz glücklich, wie man sein würde, könnte. Nein, не убивай. Жень, спасибо большое за первое видео. Ja. Vielen Dank, Женя, für das erste Video, und das zweite werden wir beginnen, wenn das Fleisch fertig ist. А второе видео мы начнем, говорю, с мяса. Хорошо. Когда приготовится, да? Да. So, vielen Dank, liebe Männer, bis auf das nächste Video. Thank you.